Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Phoenix. Ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich wollte für diese zwei letzte Woche vor Jahresende mir mit dir die Energie anschauen, wie sie sich geändert haben. Ja, wollen wir mal anfangen? Super, machen wir. Maja, Maja, Zwilling. Total interessant wieder. Okay, unter dem Deck haben wir der 9. der Kelche. Wünsche werden erfüllt. Das sagt uns diese Karte. Ja, deine Wünsche werden erfüllt. Unten haben wir der Bube der Stäbe. Ja. Man schaut in der Zukunft mit viel Leidenschaft für das, was man will und was machen will. Sternzeichen können Löwe, Schütze oder Widder sein. In dem Fall eine jüngere Energie. Und da ganz dahin wieder der Tod, die Karte der Tod, der Transformation. Ja. Schauen wir mal, fangen wir mal an, was die Karten uns sagen wollen, ja? Mhm. Wahnsinn. Also Zwilling, sehr interessant. Als Thema haben wir jetzt eine Königin der Stäbe. Sternzeichen Löwe, Schütze oder Widder. Ja. Eine sehr leidenschaftliche Person. Es kann auch ein Aszendent sein mit diesem Sternzeichen oder halt, dass die Energie von dieser Person so ist, ja. Kam zusammen mit der Ast der Münzen, einen neuen Anfang. Diese Karte spricht für einen neuen Anfang. Ja. Die Energien haben sich bei dir sehr geändert, Zwilling, sehr. Und ja. Auf jeden Fall gibt es einen neuen Anfang mit sehr viel Leidenschaft. Ist das, was in diesem Moment als Thema bei dir ist? Und ob das jetzt mit der Arbeit zu tun hat oder mit einer Person zu tun hat, ja? Kannst du es in deine Situation anpassen? Aber auf jeden Fall sehr zwei natürlich positive Karten für dieses Jahresende empfinde ich, ja. Also in dein Bewusstsein haben wir der zweite der Stäbe. Ja. Eine Karte, die ein bisschen so, also es kann so viel heißen, diese Karte. Entweder man wartet auf irgendeine, eine auf
irgendeine Situation, vielleicht ein Gespräch, oder man schaut noch in der Vergangenheit. Man steht auch zwischen zwei Situationen. Man denkt nach und man überlegt, ja, man hat noch nicht eine Entscheidung getroffen. Man denkt nach und in deiner Unbewusstheit hast du der siebte der Stäbe. Wir haben viele, viele Stäbe hier bei uns jetzt. Es hat mit Handlungen zu tun, ja. Es ist viel mehr Handlung als jetzt Gedanken, wie wir bis jetzt bei dir hatten, Zwilling. Also es hat sich schon viel verändert. Diese siebte der Stäbe ist eine Karte, die über. Ui. Entschuldigung, Augenblick. Ich habe einen kleinen Unfall hier bei mir jetzt. Mit der Kerze, aber gut, das sieht sich schon. Oh, jetzt Willen, das hat bestimmt was zu sagen, ne? Bestimmt Positives. Guck mal, wie bei mir jetzt aussieht, aber gut, ich muss es irgendwie hinkriegen, ja. Okay, ich mache weiter. Auf jeden Fall, der siebte der Stäbe. Man wird für das, was man jetzt möchte, also kämpfen und vielleicht sich sogar verteidigen müssen von anderen Menschen, aber auf jeden Fall, du wirst schon das, was du möchtest, durchsetzen. Also sind, wie gesagt, Handlungen, ja. Es ist, ja, sind keine Gedanken mehr. Also du gehst jetzt in, ja. Ja. Es hat sehr wahrscheinlich mit dieser Situation, mit diesem Thema hier zu tun, also mit dieser Königin und mit diesem neuen Anfang zu tun. Also, ja. In der Vergangenheit haben wir der dritte der Stäbe. Eine Person, die in die Zukunft schaut und weiß, was er möchte und plant, ja? Pläne hat und in der Zukunft schaut. Und die Zukunft hat. Für die Zukunft haben wir für dich Rat des Schicksals, Zwilling. Eine Karte, die über Schicksal spricht, über es bewegt sich was für dich, für deine Kunden. Also es ist eine gute Karte, die für Bewegung spricht. Ja, dein Leben ändert sich. Alles, was hier unten war, kommt jetzt hier oben. Also es ist eine positive Karte, die Veränderung mit sich bringt. Und ja. Sehr, sehr interessant, ja. Diese Karte bringt Veränderungen und könnte keine besseren Karten jetzt geben für ein neues Jahr, für den Anfang ein neues Jahr. Als deine Einstellung, also deine Wünsche haben wir dir Stern. Eine Karte, die für Hoffnungen spricht, auch für Wünsche. Und ja, Sternzeichen hier können wir für Wassermann reden, ja. Also Wünsche werden erfüllt, das haben wir auch als Energie hier mit der 9. der Kelche. Und als Ergebnis, weißt du, was wir da haben, Zwilling? Auch der 10. der Kirche. Ich meine, ich springe jetzt weiter, weil es hat alles so ist eine Reihenfolge irgendwie. Also das Rad des Schicksals, Bewegung kommt für dich, Änderungen kommen für dich, Zwillinge. Mit viel Hoffnung.
Wünsche werden auf jeden Fall erfüllt. Und das Ergebnis ist der Zehnte der Kelche. Eine Familie, die glücklich feiert und deine Energien haben sich sehr, sehr positiv geändert. Ich denke, Zwilling, du musst das auch bestimmt fühlen. Also was du von außen ansiehst, haben wir wieder die Königin der Kelche. Sie hatten wir in deiner vorherigen Kartenauslegung als Thema gehabt, ja? Und diese Karte spricht für ein Sternzeichen Fische, Krebs oder Skorpion. Also praktisch haben wir, würde ich sagen, zwei Energien hier bei dir stehen. Also eine Königin der Stäbe und eine Königin der Kelche. Feuerzeichen oder Wasserzeichen? Genau, Löwe, Schütze, Widder oder Fische, Krebs oder Skorpion. Obwohl, wie gesagt, als Thema, als neuen Anfang bei dir ist diese Königin der Stäbe plus zusammen Ass der Münzen. Ja. Der Magier kommt wieder bei uns, als deine Wünsche, der Magier, ja? Was für einen neuen Anfang auch spricht, was für Wünsche werden auch realisiert. Also es ist Sinn alle. Ich kann nur sagen, tatsächlich, das Rad des Schicksals bewegt sich für dich in eine positive Sinn für dich und das werden in deine Karten gezeigt. Natürlich, die Situationen sind bei allen anders, bei uns alle verschiedenen Situationen. Aber die Ergebnisse sind auf jeden Fall immer positiv dann. Egal in welcher Situation du dich jetzt befindest, das Ergebnis ist nur, wie man sieht, positiv, ja. Und wie ich in deinen vorherigen Kartenauslegen dir gesagt habe, also du kannst dein Leben so realisieren, wie du das willst. Wir haben nochmals wieder hier den Magier für dich. Also in diesem Monat Dezember, Zwilling, hat sich die Energie wirklich wie Tag und Nacht für dich verändert. Das hast du bestimmt auch gespürt, oder Zwilling? Natürlich gibt es noch hier so ein bisschen so... denn es kann sein, dass du doch Optionen hast oder mehrere Optionen, aber... Obwohl, ich denke, du weißt schon jetzt, was du möchtest. Warte mal kurz. Wow. Die Sonne sogar. Ja. Unter dem Deck haben wir jetzt vier der Münzen. Eine Karte manchmal auch, die uns zeigt, wir können uns von irgendeiner Situation nicht, wir hängen an einer Situation fest. Wir können nicht loslassen, ja. Es hat natürlich mit der Vergangenheit oft zu tun. Ja, dass man eine Situation nicht loslassen kann. Natürlich spricht sie auch für eine finanzielle Stabilität, ja, jemand, aber man sieht hier haben wir auch, sehe ich hier auch die Karte der Sechste der Kelche, spricht auch für Vergangenheit, ja, für die Vergangenheit. Schwierig, Zwilling, schwierig, ja.
Ja. Es könnte schon auch möglich sein, dass diese Person hier, was wir als Thema haben, dass diese Person jemand von deiner Vergangenheit ist und dass du mit dieser Person einen neuen Anfang möchtest, ja. Auf jeden Fall, sei wie es sei, jetzt als Klärung kamen die Karte die As der Kelche plus die Sonne. Also besser unmöglich. Ja? Stell dir mal vor, wir haben As der Münzen, ja? Plus jetzt As der Kelche. As und As. Nummer 1, 1. Nummer 11. Wenn du Nummer 11 in der Spiritualität in Google nachforscht, es ist wirklich sehr interessant, was für uns als Botschaft kommt, ja? Und dann mit der Karte der Sonne. Die Karte der Sonne spricht auch für Sternzeichen Löwe. Aber es ist ein neuer Anfang. Glücklich. Es ist auch ein Kind. Man sieht auch ein Baby hier auf dem Foto. Also es ist was Neues, was einen neuen Anfang und also glücklich auf jeden Fall. Diese drei Karten sprechen ja natürlich für einen neuen Anfang, ja? Worauf ich mir aber nicht sicher bin, ist, ob diese Person, diese Königin der Stäbe, eine neue Person ist. Das ist mir nicht so ganz sicher. Denn diese Person haben wir auch in den vorherigen Karten auslegen. Also ich glaube, das ist eine Person, und so wie die Karte hier mir es sagt, also von der Vergangenheit, wo du vielleicht noch hängst, ja. Aber Gespräche werden hier, also diese Karte spricht auch für Gespräche, ja. Also es wird hier Gespräche kommen. Ja, denn du hast hier wirklich Optionen. Zusammen mit der Karte der Stern kam diese siebte der Kelche, eine Karte, die für Optionen, man hat mehrere Optionen halt und aber egal, was du jetzt machst, also deine Entscheidung wird auch richtig sein. Wir haben ja die Karte der Stern hier. Er spricht ja für Hoffnung und Wahnsinn. Es kommt aber Kommunikation, Zwilling. Wir haben jetzt zweimal As der Schwerter, sehe ich hier. Wir haben fast alle As da, As ist da. Und wir haben auch der sechste der Kelche. Also es werden Kommunikation sich ergeben. Man wird mit der Wahrheit reden. Ja. Denn für dich ist ja ein neues Zyklus fängt ja für dich an, Zwilling. Und das sagt uns auf jeden Fall auch Rad des Schicksals. Ja, das Rad bewegt sich für dich, Veränderungen kommen für dich und Puppe der Stäbe kommt wieder dann zusammen mit Rad des Schicksals. Also Sternzeichen wieder so Feuerzeichen, Löwe, Schütze oder wieder. Ja, in dem Fall auch eine jüngere Energie, vielleicht ein Altersunterschied. Genau. Und das Ergebnis, das Zehnte der Kirche, kam der zweite der Stäbe. Deswegen bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob dieses neuen Anfang, ob du das
mit dieser Person von der Vergangenheit machen möchtest. Also weil diese Karte wiederholt sich auch zweimal. Man schaut noch in der Vergangenheit, man muss sich entscheiden, man steht vor einer Entscheidung. Und ja. Obwohl, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber die Karte der Sonne ist bei dir hier, plus alle As fast. Also es ist alles sehr, diese Änderungen, die für dich jetzt da sind, die für dich kommen werden, ich kann nur sagen, dass die positiv sind. Egal, wie du dich jetzt entscheiden möchtest, ja? Ja, also ich sage nichts, es spricht nichts dagegen, dass man sich auch für die Person von der Vergangenheit, ja, weil man kann, es gibt eine Transformation hier, also es spricht alles gut dafür. Ich meine, wenn das so jetzt wäre, ja, wenn man das so jetzt wäre, und dann spricht alles sehr positiv da, ja. Es gibt keine negative Karte, die nee, keine negative Karte in Wirklichkeit, aber wie gesagt, die Karten der Vergangenheit, die Karte der sich zusammentreffen, reden, ist da. Die Karten der Kommunikation, also klare Text reden mit der Wahrheit, ist auch zweimal da. Ja, denn wir wissen, wie das ist. Also Menschen, ja, Menschen erleben manchmal auch so Transformationen im Leben, die, ja, und das wissen wir, wenn ein Mensch sich geändert hat oder nicht, oder was mit welchen Intentionen zu uns wiederkommen. Aber auf jeden Fall. Die Karte der Optionen ist auch zweimal hier. Und Karte der Kommunikation. Also es wird sich hier ein Gespräch ergeben, wo man ja, wo alles ändern wird, ja, wo alles wirklich ändern wird, sich ändern wird, ja. Schauen wir mal in unserem Orakel der Liebe. Es ist ja klar, Zwilling, dass wir sind so viele und jeder hat eine andere Situation, ein anderes Erlebnis. Und aber dass die Unterschied mit der vorherigen Kartenauslegung sehr deutlich ist, das ist schon so. Hier haben wir schon einen neuen Zyklus, die für dich. Ui, naja, die sind gesprungen, die nehmen wir jetzt, ja. Einmal haben wir die Flitterwoche. Genieße die Ekstasy eurer festlichen Zeit zusammen. Ja? Kann auch über eine Reise reden, eine Bewegung zu dieser Person, weil diese Person ist vielleicht auch nicht in deiner Nähe oder wohnt etwas weiter. Ich denke es nur so, weil hier diese Karte spricht auch oft von, du denkst an jemanden, der nicht bei dir ist, ja, der nicht in deiner Nähe wohnt. Vielleicht in eine andere Stadt oder ein anderes Land, wer weiß. Aber du schaust in der Ferne und hier haben wir auch Boote und das Wasser und Boote sind da und erwartet, ja. Also es hat so viel, sehr viel Gemeinschaft, diese zwei Karten. Danach kommt auch die Karte Kinder. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben.
Befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Und sich gegenseitig kennenlernen, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Sich gegenseitig kennenlernen. Also sehr interessant. Ich bin selber neugierig, wenn ich ehrlich bin. Aber klar, man kennt ja nicht jede Situation, wie. Wahnsinn, wenn ich die anderen Karten dann mir anschauen, könnte ich weitermachen hier, wie. Ich sehe nämlich hier unter dem Deck der Achte der Schwerter. Diese Karte hatten wir bei dir in dem vorherigen Kartenauslegen gehabt, der ein bisschen so über Blockaden, also sich nicht befreien oder freien, ja, sich von einer Situation nicht befreien zu können. Sind Gedanken. Und zusammen mit der Königin der Stäbe. Eine Königin, die wir hier als Thema haben. Wenn ich sie finde, klar. Weil jetzt habe ich hier so ein Durcheinander bei mir. Tut mir leid. Bin ich normal nicht so, aber. Aber ich habe die auch hier, ich sehe. Also als Thema haben wir ja diese Karte und plus diese, ne? Diese zwei. Neuen Anfang mit der Königin der Stäbe. Und die Königin der Stäbe sehe ich gerade unter dem Deck hier auch mit der Karte der. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr interessant, Zwilling. Du kannst vielleicht das an deine, mit deiner Situation anpassen oder vielleicht, es ist ja klar, dass am Ende muss man ja eine Entscheidung treffen, die einen glücklich macht, dich persönlich glücklich macht. Das ist ja auf jeden Fall klar. Ja. Ja, Zwilling, ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Ja, also ich verabschiede mich jetzt bis die erste Woche Januar sehr wahrscheinlich, weil ich glaube, vorher werde ich mich nicht mehr kontaktieren. Ich möchte dir eine frohe Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch. Ja, bleib gesund und ich bin sehr neugierig, wie die Karten sich im Januar sich geändert haben, wie die Energie sich bewegt haben. Weil jetzt an Weihnachten kann bestimmt viel passieren mit Beziehungen und sehr wahrscheinlich vielleicht bekommen wir sogar klare Ideen, was man will, ja. Und das, übrigens, wo ist die jetzt schon wieder? Ah, genau, die hier. Weil das sagt uns das hier auch, ne? Also diese klare Kommunikation und es könnte schon möglich sein, dass wir uns etwas mit unseren Gefühlen auch in klarer kommen. Und genau, ich bin dann neugierig. Wie gesagt, ich wünsche dir frohe Feste und vielen Dank. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du da bist, dass du mich zugehört hast. Ja, und wir sehen uns bald, ja? Dankeschön, Zwilling. Bis bald. Tschüss.